Willkommen zu Frequent Traveler TV, aber jetzt auch wieder hier auf einer Seefahrt. Und wenn ihr rausguckt, ich muss so ein bisschen die Jalousie, die Gardine vormachen, damit das Licht mich nicht zu duster macht. Ich habe für euch natürlich frisch gepresste Themen mitgebracht hier auf der Hohen See. Es gibt wieder einen Austrian Airlines Vorfall mit Fume Event, also etwas, was sehr unappetitlich ist. Dann haben wir weitere Themen. Lufthansa First Class wird auf neuen Strecken nicht ausgerollt, aber die Flugzeuge werden auf andere Strecken eingesetzt. Wir haben dann weiter die Lufthansa City Airlines, die bekommen A320er Neos. Also da wird auch noch mal viel getan. Im Bereich der 737 gibt es auch eine interessante Geschichte bei Austrian Airlines. Ich habe jetzt das Thema nicht als eigenständiges Thema, aber wir werden es auch besprechen mit einem der anderen Themen zusammen. Wir haben des Weiteren Bilder aus Palma. Da sieht man, wie schlimm es war. Es ist also schon vergleichbar mit Dubai. Das war gestern nicht ganz so klar. Und Boeing hat mit den Auslieferungen ein weiteres Problem. Heißt also, man kommt an die Zahlen nicht ran. Wir werden wissen nachher, welche Begründung es da dann gibt. Delta hat eine Funktion eingeführt beim Buchungsprozess, die uns als Vielreisenden, Vielflieger doch hilft. Also da nochmal eine interessante Geschichte, vielleicht für den einen oder anderen. Und auch die Frage des Tages hat damit zu tun, Internet. Also Delta Internet und jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, damit ihr auch keine News verpasst und damit ihr auch da immer auf dem neuesten Stand bleibt, den Kanal, die Glocke an. Und denkt dran einfach, die Kanalmitgliedschaft zu machen, denn bei der Kanalmitgliedschaft unterstützt ihr mich. Und ich brauche jeden Cent, um das weiter so zu machen, wie ich es mache, das Projekt natürlich. Kriegt natürlich auch mehr Leistung, haben wir ja gestern besprochen. Erstes Thema haben wir und das sind die Bilder zum Flughafen Palma de Mallorca. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, da könnt ihr noch mal gucken. Hier haben wir zum Beispiel den Duty Free, wo das Wasser quasi regnet, also Regenwaldambiente in Palma. Weiter geht es dann mit dem Kollegen Lodi, der da, oder Ramp Agent, ich weiß es nicht, der da quasi schwimmt. Also das ist auch eine krasse Geschichte, wenn man ehrlich ist. Und dann sieht man mal aus dem Flugzeug, dass das Wasser, ich glaube, das ist eine Ryanair-Maschine auch gewesen. Was das hier jetzt ist, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, aber ihr könnt ja sagen, was ihr denkt. Da sieht man halt, wie das Wasser unterm Triebwerk steht. Natürlich ist es eine 737, heißt also beim Dackel, der eh tief ist, sieht das natürlich noch imposanter aus als beim A320. Ja, ich bin hinter dem Bild versteckt, deshalb gebe ich euch jetzt mal ein ganzes Bild. Und da seht ihr das gesamte Ausmaß. Da ist natürlich so ein Flugzeug etwas hochbeiniger, aber trotzdem, es ist halt wirklich so, man kann dort schwimmen gehen. Also hier nochmal für euch, Kleis, ein Update, damit ihr auch nochmal den richtigen Eindruck von gestern habt, nach meinen Worten zum Palma de Mallorca Unterwasserspektakel. Ja, was auch ein Spektakel war, war bei der Austrian Airlines. Die sind mit einem A320 unterwegs gewesen und da gab es dann auch schon vor dem Start Probleme. Und zwar gab es Rauch an Bord, ein sogenanntes Smoke Event. Smoke Event ist dann, wenn die Zapfluft, die aus dem Triebwerk abgezogen wird, dann nicht komplett von dem Öl getrennt werden kann, weil die Dichtung kaputt ist. Das heißt also, es wird dann auch Öl gezogen. Und das Schlimme bei dem Öl ist, es ist hochtoxisch. Das heißt also, es wird TCP-frei freigesetzt. Und damit ist das dann halt so, dass dieses Triebwerksöl halt giftig ist. Aber bei dem Flug war das so, dass das auch dann nach alten Socken und nach Kerosin roch. Und alte Socken ist halt wirklich das Stichwort. Ich weiß gar nicht, wackelt das? Nee, es wackelt immer so ein bisschen hier auf dem Schiff, wenn die Wellen kommen, hier im Baltischen Meer. Naja, nun gut, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass auch dieses Fume-Event schon gewesen ist, bevor das Flugzeug überhaupt gestartet ist. Also am Boden gab es das schon. Und dann gab es das Ganze nochmal in der Luft. Ihr fragt ihr, wann ist das passiert? Das ist am Samstag, dem 8. Juni passiert. Die Registrierung der Maschine ist die Lima Bravo Juliet, also Oscar Ecker Lima Bravo Juliet von den Freunden aus Österreich. Und es sollte der Flug durchgeführt werden, OS561. Wer es natürlich nicht weiß, das ist Wien-Schwechat nach Zürich-Kloten. Und im Flug von 12.000 Fuß Höhe, umgerechnet 3.600 Metern,
ist es so, dass es halt dieses Fiume-Event gegeben hat. Damit ist man dann 17 Minuten später nach dem Start wieder gelandet. Der Österreicher nennt das übrigens Rücklandung. Das finde ich auch ein interessantes Wort. Und da sich dann Rauch entwickelt hat, hat man das natürlich aus Sicherheitsgründen gemacht. Und die Flughafenfeuerwehr hat das ganze Thema dann natürlich auch begleitet. Man ist dann auch mit großem Bimborium gelandet. Und die Auer hat dann das Flugzeug in der Technik überprüft. Und das Triebwerk wurde auch abgeschaltet, Triebwerk Nummer 2. Zwei Tage später ist das Flugzeug dann auch erst wieder eingesetzt worden. Also das heißt, es war quasi außer Betrieb. Und das wäre dann quasi der dritte Flieger gewesen, der da außer Betrieb war. Also in Österreich hat man ein Problem mit der Operation. Und man nennt das Ganze auch dann High-Level Emergency, weil es natürlich einer der schwierigsten und gefährlichsten Zwischenfälle an Bord ist, wenn dort Rauch ist. Denn wo Rauch ist, ist meistens auch Feuer. Zwar nicht so wie gestern bei dem Ofen, den man ja quasi einfach hätte zumachen müssen, dann wäre halt das Feuer ausgegangen. Aber es gibt halt viele Flugzeuge, die halt durch Feuer schon abgestürzt sind. Zum Beispiel die Kombi von der South African Airlines, das ist eine 747-Kombi gewesen, also Cargo und Passagiere zusammen. Die ist dann abgestürzt mit 159 Passagieren. Und dann ist es dann so, dass man 98 die MD-11 natürlich von der Swissair nicht vergessen darf, die in Halifax ins Meer gestürzt ist, auch wegen Feuer, 229 Tote. Und 2018 ist es so, dass natürlich auch mehrere Insassen zum Beispiel auf dem Condor-Flug 2018 verletzt worden sind, als es dort ein sogenanntes Fume-Event gab. Also kein Spaß. Ihr könnt ja unten wie immer kommentieren, abonnieren und natürlich auch eure Meinung hinterlassen. Ich werde mich bemühen, dass ich alle Fragen beantworte. Jetzt haben wir etwas, was etwas mehr Spaß macht und was etwas lustiger ist als Thema. Das ist natürlich die Lufthansa First Class. Die haben auch jetzt andere Strecken oder neue Strecken, die sie bedienen wollen mit der First Class. Es gibt ja nur 3 Flugzeuge, die First Class haben. Sollte eigentlich 4 sein, also Modelle, ne? Modelle, Gott sei Dank. Heißt also, wir haben natürlich den A380er, wir haben die 747-8er und wir haben den 340-600er. Die 350, der hat ja in der First-Class-Reihe, ja, ich weiß, eine Economy-Reihe aus Sicherheitsgründen. Jetzt lasst uns mal gucken, was aus den Fliegern wird. Die fliegen ja alle von Frankfurt oder von München aus. Die 380er gehen aus München raus, die 747-8er gehen aus Frankfurt raus und die 340-600er ebenso. Die 350er sollen ja dann anscheinend nächstes Jahr mit der Allegris rausgehen, mit der First Class. Und neue Strecken, die man einführen will mit dem 340er, sind ab Juli Seattle. Dann gibt es weiter ab August mit Delhi und Oktober kommt noch dazu als Wechsel von 747-8er auf die 340-600er Chicago, Denver, New York und Peking. Die alten Strecken, die noch bleiben, sind natürlich Boston, Hongkong, Shanghai und Washington. Washington ist allerdings nur bis Oktober. Das geht frankfurtweit natürlich dann mit der 340-600er, dann geht es weiter mit der 747-8er, auch ab Frankfurt. Die fliegt weiter nach Bangalore bis Oktober, dann Buenos Aires, bis September ist Chicago, dann geht ja der Wechsel auf die 340-600 los. Johannesburg, Los Angeles, Mexiko, Miami, New York in Form von Newark. Weiter mit San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Tokio. Ab Juni oder seit Juni ist Seoul wieder auf der Agenda. Ab Juli gibt es dann Houston, die fliegen das bis Oktober. Und ab Oktober gibt es dann Shanghai, das kommt von der 340-600er. Jetzt lasst uns nach München gehen, die haben natürlich auch 340-600er, nicht ganz so viele. Die haben Bombay oder Mumbai, die man hat, bis September und New York bis Juli. Und Chicago wird dann ab August bis September auch mit dem 340-600 ab München geflogen. Airbus A380, da gibt es hier jetzt 6 Stück ab dem Sommerflugplan, deshalb kann man da auch etwas mehr Strecken fliegen. Da bleibt natürlich Boston, Delhi, Los Angeles, New York und Washington. Was aber auch interessant ist, ist in meinen Augen, dass die neue Strecke Bangkok ist. Also wer nach Bangkok mit dem 380er fliegen will, kann das damit tun. Und kommt natürlich nicht für alle Umläufe. Einige Umläufe funktionieren besser. Und damit ist es dann ein Augenmerk. Also immer drauf achten, wenn ihr bucht. Wo ihr auch drauf achten müsst demnächst ist, es gibt ja eine neue Fluggesellschaft aus dem Lufthansa-Konzern, was aber eigentlich keine neue Änderung bringt oder keine
Kopfschmerzen bringt, das ist ja die Lufthansa City. Und die Lufthansa City Airlines, die kriegt Neos. Und zwar bis 2025 oder ab 2025. Und die sind ja ganz stolzer 319 Betreiber. Für 2025 sollen da 9 Stück von den A320 Neos hingebracht werden. Heißt also, man wollte da ja auch erstmal eventuell die 737 bringen. Das war ja so eine Parole, die es da gab. Und die 737, ja, da hatten wir jetzt überlegt, Eurowings, weil das kam ja auch irgendwo her, dass das interessant war, was dann aber spannenderweise nicht die Eurowings war. Oder wahrscheinlich nicht ist Austrian. Austrian prüft, ob sie mit der 737 Gas geben soll. Die hatten ja auch vorher schon 737er, was jetzt natürlich nichts heißt, weil sie jetzt im Moment 320er haben. Aber insofern nur als Hinweis, dass man dort halt guckt. Und die erste 320 Neo soll neben den 3 A320ern zur City Airlines in 2 Wochen Gas geben. Ja, da wollen die nämlich direkt schon fliegen, wollen ja von München aus fliegen, dann auch ab Frankfurt fliegen. Und wie wir ja gestern gesagt haben, ist ja die Lufthansa Cityline da in Abwicklung. Leider eigentlich, ne? Also unglaublich, was da passiert, dass man eine funktionierende und bestens operierende Operation einfach einstampft, weil man meint, man könnte Geld sparen. Naja, es wird mit den Gewerkschaften gesprochen. Und auch Brussels soll 320er bekommen. Da verhandelt man ja quasi auch in Frankfurt. Aber alle wollen sehr 320er haben, weil es natürlich die Zukunft ist und weil die Flugzeuge halt wesentlich besser zu betreiben sind als die CEOs. Was wollen wir noch gucken? Produktivität und natürlich, was sollen die Strecken sein, die man mit den Flugzeugen fliegt. Das sollen natürlich hier innerdeutsche Strecken werden. Das wird dann aus München, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, aber auch Köln sein. Und diese wird man dann halt wirklich primär auf innerdeutschen Strecken dann sehen, die Operations. Wird natürlich auch auf europäischen Strecken sein. Also hier keine falschen Hoffnungen. Wer auch keine falschen Hoffnungen hat, ist Boeing. Bei Boeing hast du halt auch Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das ist so ähnlich wie bei Austrian. Vielleicht passt dazu dann die 737 Max. Ja, okay, ich nehme das jetzt mit dem Ausdruck des Bedauerns auch direkt wieder zurück. Aber ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Die haben natürlich ein Problem, und zwar ist es so, dass es bei den Komponenten natürlich bei Boeing auch Lieferengpässe gibt. China hat auch Anforderungen, die anscheinend bei Boeing nicht so ganz bekannt waren, bei der 737 MAX, dass die wieder eingeführt werden darf. Und 24 Verkehrsflugzeuge sind an die Kunden ausgeliefert worden im Mai. Und damit ist es so, dass es so viele wie im Vormonat sind, wie es Dienstag in Arlington hieß. Interessant, dass man ja nah in Washington ist, da können auch direkt wieder verhandeln, was es Geld gibt. Auf jeden Fall ist es so, dass dabei der Großteil der Mittelstreckenjets vom Typ 737 MAX aufgefallen ist. Also das sind die meisten gewesen. Klar, wenn du die alle von Hind noch nacharbeiten musst, sind ja alles quasi Flugzeuge, die schon vor längerer Zeit gebaut worden sind und jetzt endlich an die Betreiber ausgeliefert werden konnten. Und Boeing hat im Mai Bestellungen über 4 neue Flugzeuge reinholen können, was natürlich nicht ganz so viel ist. Man hat auch eine Stornierung hinnehmen müssen. Und man muss jetzt mal gucken, dass Airbus in demselben Zeitraum 27 Flugzeuge verkauft hat, aber 12 Stornierungen hinnehmen musste. Und interessante Geschichte, oder? Also wir sind mal gespannt, ob die ihre Zahl damit hinbekommen und auch dann ihr Ziel erreichen. Aber noch ein bisschen Zeit ist ja, aber es sieht halt relativ knapp auch aus. Auch bei Airbus ist es nicht so, dass die jetzt von morgen oder übermorgen ihr Ziel erreichen, weil die natürlich auch Flugzeuge brauchen. Also Teile für die Flugzeuge brauchen, so ist es richtig formuliert. Das letzte Thema, was wir heute haben, und das ist etwas, was ich hier auch auf dem Boot benutze, das ist das Thema Internet. Und um zu recherchieren, um für euch die Sendung zu bringen, ist Internet natürlich immer geil. Und ich habe auch manchmal das so geplant, wenn ich geflogen bin, dass ich gesagt habe, okay, dann kann ich die Sendung vorbereiten, kann die am Flughafen aufnehmen, kann die euch direkt schicken. Aber dann kommst du ins Flugzeug, Internet nicht da. Und das ist halt ein Riesenthema und ein Problem für mich in meinen Augen. Ihr könnt ja mal von eurer Erfahrung sagen, wie wichtig für euch Internet ist. Und das ist ja auch die Frage des Tages, was für ein Internet an Bord ihr haben wollt, ob ihr nur streamen wollt, also nur in Anführungsstrichen, oder ob ihr nur Nachrichten lesen wollt. Also das heißt, euch genützt auch ein kastriertes Internet. Delta Airlines geht jetzt hin und sagt, ja, wir geben jetzt auf der Webseite per Banner an, ob der Flug einen hat oder nicht. Denn Viasat
ist der Lieferant für das Internet bei Delta. Und die nehmen das halt einfach als Präposition. Und dieses Zitat ist, dass sie halt wirklich jetzt schnelles Internet an Bord bringen wollen, dass WLAN jeden Flug erreichbar sein soll oder beziehungsweise geben soll. Und während man jetzt die Flugzeuge da mit dem Internet bespaßt, ist es so, dass man dies natürlich auch kommuniziert. Und gerade auf dem kontinentalamerikanischen Markt ist das mittlerweile ein großer Differentiator. Und ich bin mal gespannt, wann die Lufthansa anfängt, da das Internet einzuführen. Auch ist es ja so, dass bei Delta zum Beispiel das SkyMiles-Mitglieder das Internet kostenlos haben. Und ich bin mal gespannt, wann es hier in Europa auch so sein wird, dass es wirklich das komplette Internet kostenlos gibt. Bei Finnair ist es ja so, dass man eine halbe Stunde schnelles Internet hat oder man auf dem ganzen Flug halt die Nachrichten bekommt. Es reicht manchmal auch ein bisschen, dass man Facebook bekommen kann, aber es ist halt nicht wirklich so tippitoppi, wie man sich das vorstellt, weil es halt kastriert ist. Also wie gesagt, von euch nochmal die Frage des Tages, damit ihr was zu tun habt. Und ihr könnt dann nochmal schreiben, was ihr dazu denkt. Und zwar die Frage des Tages, was für ein Internet wollt ihr haben? Wollt ihr streamen oder wollt ihr einfach nur die Nachrichten und das reicht? Kommentiert schön brav, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich werde jetzt noch ein bisschen vor mich hinträumen und habe noch anderthalb Stunden auf dem Boot, nein, nicht ganz, und werde dann logischerweise, wenn es soweit ist, das Video gleich hochladen, damit ihr es pünktlich heute um 19 Uhr seht. Und wenn ihr Kanalmitglieder seid ab Business Class, dann gibt es das Video auch vorab. Also danke und bis dann und viel Spaß und kommentieren. Ich verspreche euch, ich werde die Kommentare zeitnah alle abarbeiten. Also bis dann. Danke. Ciao. Ach ja, Abspann, ne? Thank you.